Viele Grüße aus San Blas vor Green Island. Ja, wir sind immer noch hier vor dieser Insel, da wir letzte Woche ein größeres Problem entdeckt haben. Wasser im Öl von unserem Volvo Penta, und das ist meistens kein gutes Zeichen. Nee, wir hatten im Endeffekt doch Glück im Unglück. Wir haben es vor Anker gemerkt, nicht während der Fahrt zwischen Riffen. Das kann ja schnell mal ja ziemlich schlimm enden. Und im Endeffekt haben wir ein Segelboot. Wir können quasi die 50 Meilen zurück nach Linden Bay segeln. Ja, André hat die letzten Tage den Motor dann einmal komplett auseinandergenommen, um das Problem zu finden. Aber vorneweg möchten wir einmal sagen, was seid ihr bitte für eine geniale Community? ihr wisst ja, dass wir euch hier alles erzählen von unserer Reise, also die Höhen und die Tiefen. Wir nutzen das hier als eine Art Videotagebuch und ja, waren dann tatsächlich ziemlich überrascht. Das letzte Video war eigentlich nicht als Spendenaufruf geplant irgendwie. Wir wollten euch nur berichten, was gerade Sache ist. Und dann ging es auf einmal los. Dann kamen auf einmal die Spenden rein und im Endeffekt hatten wir jetzt, Stand jetzt, 4.600 Euro an Spenden über PayPal reinbekommen. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, das hat uns wirklich komplett überwältigt und sprachlos gemacht. Ihr wollt wohl wirklich, dass wir weitermachen. Ich dachte ja eigentlich schon, ich müsste André bald nicht mehr von morgens bis abends sehen. Nein, Spaß. Wir wollen natürlich auch weitermachen. Wir wollen, dass es weitergeht. Wir möchten in den Pazifik. Und ja, ihr ermöglicht uns das gerade wirklich wieder einmal. Ja, deswegen tausend Dank. Also das hat uns echt berührt. Damit hätten wir nicht gerechnet. Da wir jetzt so viel Unterstützung von euch bekommen haben, wollen wir natürlich auch völlig transparent an die Sache gehen bezüglich unserer Entscheidung und den Kosten, die auf uns zukommen. Bevor wir dazu kommen, aber erstmal die Reparaturhistorie unseres alten Volvo Pentas. Ja, mit unserem Volvo Penta hatten wir von Beginn an einen alten Motor. Um die 40 Jahre ist der alt. Das wussten wir natürlich auch und das hat uns natürlich auch nicht gefallen. Also uns war das schon bekannt, dass es Probleme geben könnte auf der Reise. Wir mussten aber eben mit den Mitteln arbeiten von Beginn an, die uns zur Verfügung standen, also finanziell. Und an sich lief er ja. Das kam gar nicht erst in Frage, die Überlegung, einen neuen Motor anzuschaffen. Es fing eigentlich direkt schon am Anfang damit an, dass die Verkabelungen waren graus. Es gab nicht rot oder schwarz für Plus oder Minus, sondern es waren einfach alles schwarze Kabel. Und diese schwarze Kabel hatten keine ölresistente Ummantelung. Das heißt, ja, die Ummantelung, die Isolation, die Isolierung hat sich abgelöst vom Kupfer und es war einfach nur eine Matsche da drin, also es war nicht schön im Motorraum, haben wir im Endeffekt dann nachgebessert. Kurz vor Beginn unserer Reise hatten wir Probleme mit dem Getriebe, das hat immer ein bisschen Öl verloren und wir wollten da die Simmerringe tauschen lassen. Und ja, dann haben die Mechaniker uns irgendwie das Gehäuse kaputt gemacht, also es hat einen Riss gehabt. Dann haben wir über eBay dann ein neues Gebrauchtes erstanden und da gab es dann wieder Probleme. Wir haben es dann selbst eingebaut, aber das waren alles wieder Kosten, mit denen wir nicht gerechnet hatten. War nicht so schön. Ja, dann ging es los. Wir sind gestartet mit der stehenden Mastroute einmal durch Holland, was wir eigentlich dann ganz gut fanden, weil wir so unseren Motoren auch mal testen konnten. Wir mussten dann ja nur Motoren. Da ist uns aber dann aufgefallen, auch irgendwann, dass unsere Wasserpumpe Öl verloren hat. Und ja, unsere Wasserpumpe, die ist nur mit zwei Schrauben fixiert. Die dritte Schraube, da ist die Öse einfach weg. Korrodiert, gerostet. Das heißt, da ist keine weitere Fixierung möglich. Als Lösung haben wir dann damals einen Dichtungsring eingebaut und der oder das System hat tatsächlich bis heute ganz gut funktioniert und gehalten. Dann haben wir gemerkt während der Reise noch relativ am Anfang, dass unser Kraftstoffsystem einfach undicht war. Das Problem war jetzt nicht, dass Diesel ausgetreten ist, sondern dass das Kraftstoffsystem vorne und hinten einfach Luft gezogen hat. Da sind wir dann nochmal komplett durchgegangen, haben überall nochmal neue Schlauchschellen dran gemacht und das hat dann irgendwann auch ganz gut funktioniert. Wir hatten einmal eine richtig brenzlige Situation, da waren wir vor der Einfahrt von Dieppe. Und wer die Einfahrt kennt, wenn die Welle drauf steht, das ist schon auf jeden Fall anstrengend und dann ist uns direkt davor der Motor einfach abgesoffen. Ja, André ist dann rein und hat den Motor entlüftet. Zum Glück hat das auch schnell geklappt, weil ich war schon kaum mehr imstande, die Pinne eben zu halten. Es war so ein Struck da drauf. Also es war schon wirklich gefährlich, muss man sagen, in dem Moment, weil ja, die Felswände, die waren schon sehr, sehr nah. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell den Motor entlüftet. Zum Glück hat das geklappt.
Ja, dann hatten wir ein paar Monate Ruhe. Und als wir dann in Porto ankamen, direkt als wir im Hafen eingelaufen sind, hat unser Motor gezischt. Da ist quasi dann sind Gase an den Einspritzdüsen ausgetreten. Und das hieß für uns einmal, diese Kupferhülsen, die im Zylinderkopf sitzen, zu erneuern. Und das war auch direkt ein größeres Ding mit 1000 Euro. Das hat wehgetan schon mal. Wir haben letztendlich neue Kupferhülsen dann einpressen lassen und wieder alles verbauen lassen. Wir mussten das machen. Die Kompression war nicht mehr vorhanden. Und ja, das ging ins Geld. Ja, dann sind wir nach Porto Santo bei Madeira gesegelt und kurz vor Porto Santo, wir haben die Insel schon gesehen, hat der Motor dann wieder rumgezickt. Der Wind war weg, aber die Welle war auch schon ganz gut da. Wir haben echt gut geschaukelt. Ja, und das Problem war, dadurch, dass wir so viel entlüften mussten, war das Gewinde der Entlüftungsschraube dann natürlich durch und das Kraftstoffsystem war dann nicht mehr dicht und es ist immer Diesel ausgetreten. Und ja, André musste dann eben bei Wellengang einfach mal ein neues Gewinde schneiden. Jetzt haben wir das Problem, eine undichte Entlüftungsschraube und da wird der ganze Diesel natürlich über den Motor verteilt und ich versuche jetzt das irgendwie aufzubohren und neues Gewinde zu schneiden und alles hier bei dem Wellengang. Ich habe gar keinen Bock. Ja, hätten wir uns auch sparen können. War nicht schön, aber hat dann auch irgendwie funktioniert und wir kamen sicher an. Ja, dann hatten wir erstmal Ruhe, bis auf ja manchmal Filter tauschen, Dieselpest und so weiter und so fort, aber da kann der Motor nichts für. Erst als wir dann von Curaçao wieder los wollten nach Kolumbien, ist uns aufgefallen, dass an der Wasserpumpe diesmal kein Öl, sondern Wasser ausgetreten ist und das lag an einem defekten Simmerring. Gut, das ist jetzt Verschleiß, aber den mussten wir auch tauschen. Ja, und dann kommen wir schon zu Panama. Wir wollten eben im Januar nach San Blas starten und kurz vor Start haben wir dann eben gemerkt, auf einmal geht der Motor nicht. Nee, es ist kein Kühlwasser mehr ausgetreten und der Abgaskrümmer war voller Kohlestein. Gut, das passiert jetzt über die Jahre, aber unser Abgaskrümmer schaut wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Ja. Ist unser Motor jetzt noch zu retten? Wir haben uns das Ganze mal angesehen und André hat den halben Motor einmal komplett zerlegt, inklusive Zylinderkopf. Die Zylinderkopfdichtung sah dann noch ganz gut aus und wir sind auch zu dem Entschluss gekommen, dass es sich bei dem Wasser im Öl um Salzwasser handeln muss. Ja, wir hatten sehr wenig Süßwasserverlust tatsächlich. Genau, und wir hatten noch ungefähr 1 Liter mehr Öl. Beziehungsweise ja, Öl-Wasser-Gemisch. Das heißt, das hätten wir gemerkt, wenn so viel von der Kühlflüssigkeit gefehlt hätte. So, ja, jetzt kommen wir zum Ausschlussverfahren. Das grenzt das einen alles nämlich schon ein bisschen ein. Und wir fangen mal an mit der Wasserpumpe, also der Impellerpumpe. Das wird es bei uns nicht sein, da dort 2 Simmerringe verbaut sind, einmal auf der Wasserseite und einmal auf der Ölseite. Und dazwischen ja, ist die Welle und da ist Luft. Also das ist so eine Johnson-Pumpe, die findet man auch bei SVB und da kann quasi eigentlich kein Wasser ins Öl gelangen. Da müssten beide Simmerringe komplett undicht sein und das Wasser müsste irgendwie rüberschießen, also es ist nicht möglich. Ja, einige haben uns auch geschrieben, dass es eventuell am Ölkühler liegen könnte, den haben wir aber nicht. Den gibt es meistens nur bei der Turbo-Version von den Volvo Penta 2003. Letztendlich bleibt dann nur das Abgassystem über. Der Mechaniker hatte ja unseren Abgaskrümmer abgenommen, hatte den gereinigt und dann wieder ja, mit einer behelfsmäßigen Dichtung aufgesetzt. Ich denke, dass dabei vielleicht schon Risse ins System reingekommen sind, also in den Abgaskrümmer oder auch die Dichtung einfach dann undicht war. Wenn der Motor dann steht und kein Abgasdruck herrscht, kann dann quasi das Salzwasser von hinten in den Motor laufen über Haarrisse. Und wir haben da auch eine Kupferleitung über dem Motor, wo das Wasser dann auch drin steht. Und das könnte dann quasi über offene Ventile in einen Zylinder reingesickert sein. So, wenn man den Motor dann startet, versucht der Motor natürlich das Wasser zu komprimieren. Das geht dann aber nicht und dann drückt das einfach vorbei an den Kolbenringen ins Öl. Und ja, dann hat man die Mayonnaise, sag ich mal, dann haben wir den 1-2 Minuten laufen lassen, also hatte wirklich Startprobleme gehabt und das kann schon ausreichen, dass dann das Öl im Endeffekt so ausschaut. Hatten wir den Schlamassel. Ja, hundertprozentig können wir das natürlich jetzt auch nicht mehr bestätigen oder nachvollziehen. Wir können den Auspuff allerdings ausschließen, da dieser bei uns über der Wasserlinie liegt, was sehr unwahrscheinlich ist. Genau, also darüber ein Rückfluss glaube ich nicht. Wir haben auch einen Wassersammler.
Und viele haben auch noch ein Vakuumventil erwähnt. Da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das wird meistens eigentlich nur verwendet, wenn der Zylinderkopf unter der Wasserlinie liegt. Und dann verhindert man quasi diesen Vakuumeffekt, dass das Wasser dann am Ende noch nachläuft, wenn man das Seeventil nicht dicht macht. Aber das war bei uns noch nie der Fall gewesen. Und wir hatten ja vorher nie Probleme. Ich habe den Zylinderkopf dann wieder aufgeschraubt, alles in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Drehmoment. Da wir auch die Dichtung als mögliche Fehlerquelle ausgemacht haben, habe ich noch eine neue aus Asbestpapier geschnitten. Am Ende wurde dann noch das Ventilspiel eingestellt und dann ging es schon ans Starten. Komm! Hier kommt schon das Salzwasser. Ach, das ist doch scheiße. Ja, wäre gerade schon fast gekommen. Ich ziehe allerdings noch mal ein bisschen die ganzen Leitungen nach. Ist überall ein bisschen undicht. Und ja, er leckt überall, aber das war auch vorher schon so. Der Ventildeckel, den kriegen wir nicht mehr dicht. Das ist irgendwie nicht mehr Plan. Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wir haben uns dazu entschieden, in einen neuen Motor zu investieren. War natürlich keine leichte Entscheidung. Wir haben von Beginn an eben uns Budget beiseite gelegt für Reparaturen, weil wir wussten, es kommen Reparaturen auf uns zu. Der Motor sprengt natürlich den Rahmen und ja, beeinflusst auch die weitere Reise. Dachten wir jedenfalls. Die Entscheidung haben wir getroffen, bevor die ganzen Spenden von euch reinkamen. Also vielen Dank. Wir investieren in einen neuen Motor. Warum? Ja, wir wollen unbedingt in den Pazifik. Das war schon immer der große Traum von uns. Und ja, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen im Endeffekt. Außerdem möchten wir unsere Manatee so lange wie möglich behalten. Und in naher Zukunft wäre dann sowieso irgendwann ein neuer Motor fällig geworden. Und ich denke mal, ja, das hat es sich auch verdient. Ja, einige von euch haben zu Recht angemerkt, dass auch neue Motoren Probleme machen können aufgrund der neuen und komplizierteren verbauten Technik. Ja, da haben wir uns natürlich auch drüber Gedanken gemacht. Wir glauben aber nicht, dass es eben noch mehr Probleme geben wird, als wir jetzt schon mit dem Motor haben. Beziehungsweise, wenn es Probleme gibt und wir eben Ersatzteile brauchen, kommen wir an diese deutlich leichter ran als jetzt bei unserem Volvo Penta 2003. Wir haben mal recherchiert, was so ein neuer Abgaskrümmer kosten würde für unseren Motor, und da sind wir direkt schon bei 400-500 Euro, und das aus Europa. Das heißt, wir können dann nochmal 1 bis 3 Monate, vielleicht sogar noch länger, dann auf das Ersatzteil warten, bis es in Panama ankommt. Und ja, das ist uns einfach nicht wert. Also wir wollen da jetzt nicht uns so mein Geld noch in den Motor reinstecken. Irgendwann ist mal gut. Wir haben jetzt die letzten Tage viel mit unserer Community geredet. Da sind auch einige Mechaniker dabei und viele haben uns in der Tat auch zu einem neuen Motor geraten. Und es wird letztendlich ein Yanmar, das ist ein 3YM30AE, also ein neueres Modell. Und wir haben hier in Panama vor Ort wirklich einen guten Yanmar-Händler und der bezieht die Motoren aus den USA. Und das war für uns auch ja ein wichtiger Grund, dass wir den Motor dann in einem Monat schon bekommen. Und die sind auch sehr professionell, die helfen uns dann beim Einbau und dann sollte das alles reibungslos ja, funktionieren. Ja, Freunde von uns sind bereits in der Shelter Bay Marina und haben eben gesehen, wie die Mechaniker dieses Händlers arbeiten, und alle waren wirklich sehr zufrieden. Das gibt uns schon mal Hoffnung. Und wir hoffen eben dann auch, dass wir unseren Zeitplan einhalten können. Jetzt zu den Kosten. Der Motor mit Getriebe kostet 11.400 Euro. Der Einbau kommt dann nochmal oben drauf. Uns wurde aber gesagt, dass der auf jeden Fall unter 1.000 Euro bleiben wird. Genau. Wir haben auch mal Kosten verglichen jetzt mit europäischen Preisen und so weiter. Und das ist eigentlich ein gutes Angebot, was wir da bekommen haben. Und wir hätten in Europa wahrscheinlich sogar mehr bezahlt. Ja, das ist sehr viel Geld, aber wir haben ja euch die ganzen Gründe schon genannt, warum wir jetzt da investieren wollen. Wir möchten einfach wieder Vertrauen haben in unseren Motor, und ja, es ist ein Sicherheitsaspekt gerade. Es wird weitergehen bei uns, wir werden weiter in Zwischenriffen unterwegs sein. Ja. Wir müssen uns da einfach drauf verlassen können. Die Maschine, die muss laufen. Und ja, ich persönlich freue mich dann endlich mal auf eine trockene Motorbilge. Kein Öl mehr da drin stehen, nicht immer ständig durchwischen. Wir können im Zuge dessen das Abgassystem mal richtig erneuern, einen neuen Wassersammler rein. Wir können die Isolierung da neu machen, dass er dann auch noch ruhiger läuft. Neue Motoren laufen ja eh schon ruhiger und sind effizienter. Aber dann hier endlich mal richtig Ordnung da reinbringen. Da freue ich mich drauf.
Ja, also ihr seht, das letzte Video war ja so ein bisschen ratlos und traurig, aber wir haben uns sehr schnell tatsächlich dann doch damit abgefunden. Und so ein bisschen freuen wir uns eigentlich auch wieder darauf. Ihr wisst ja, dass uns Refit-Arbeiten eigentlich auch dann doch Spaß machen. Ja, also ihr könnt euch wieder auch freuen dann auf Videos zu einem Motoreinbau. Das nehmen wir dann auch mal mit und zeigen euch das. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Durch euch ist die Reise möglich. Durch eure Spenden können wir unsere Reise weiterhin flexibel gestalten. Wir müssen dann wahrscheinlich keine Abstriche machen. Das wird sich aber alles dann zeigen. Und Plan ist jetzt eben, dass wir noch ein paar Wochen hier in San Blas bleiben. Wir wollen jetzt noch nicht in die Lindenbaum Marina zurück, da einfach der Liegeplatz dann doch teuer ist und es ist auch nicht so schön, da kann man jetzt nicht so viel machen. Dann sind wir lieber hier, wir haben hier noch Freunde und es besuchen uns auch noch Freunde und Andres Bruder kommt auch noch, das heißt, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Und zuletzt natürlich auch ganz wichtig, vielen Dank an unsere Patreons, ein paar neue durften wir ja auch begrüßen, also wir freuen uns auch auf den Austausch dann über Patreon mit euch und bedanken uns auch für den Support. Zum Teil unterstützt uns da Menschen schon wirklich seit sehr langer Zeit. Also, Dankeschön. Ja.